Also wenn ich keine Videos mehr hochlade und ich frage, was ist los? Ich habe gedacht, ich bin tot, ich schwör's dir. Ja, hallo Freunde, wir nehmen euch heute mit Tagesausflug auf Koh Lan. Ihr erfahrt den kompletten Ablauf, was hat sich verändert, rentiert sich das überhaupt noch? Und ihr erfahrt eine Sache, die mir passiert ist, wo man wirklich aufpassen muss. Und das war nicht ganz ohne. Also ich sage euch eins, das passiert mir nie wieder. So, bei den Temperaturen, Freunde, da ist es ganz lecker, sich mal ein Eis auf den Bart zu schmeißen. Das Ausflugslächeln, Freunde. Das ist das Lächeln, das du machst, wenn du einen Ausflug machst auf eine schöne Insel. Hier gehen die Ausflüge los. Es ist der Seven-Wahnsinn, Freunde. Es ist einfach der Wahnsinn. Wir nehmen noch ein Wasser mit oder zwei, Freunde. Bei dem heißen Wetter heute, das wird schon wieder ein absolutes Inferno sein. Ich schätze safe 36 Grad, wahrscheinlich mehr. Woran erkennt man, dass man einfach schon zu lange in Thailand ist? Hm. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Ja, Freunde, mit dem Speedboot kann man natürlich auch nach Koh Lan rüber. Kostet One-Way 150. Wenn du aber mit der normalen Fähre fährst, 30 Baht. Up to you, würde ich mal sagen. Speedboot ist natürlich Speed, ist natürlich schnell. Das sind die normalen Fähren, Freunde. Und wir kommen hier an. Ja, wir sind auf Koh Lan, Freunde. Wir sind auf Koh Lan. Ich war das letzte Mal auf Koh Lan vor einem Jahr. Koh Lan, relax. Thailänder würde sagen, Koh Lan, lilek. Ganz gut da. Come back today, da? Yes. Okay. Small one, 300. Yeah. Big one, 500. How much this one? Und das Erste, was wir machen, wir brauchen was zum Essen, richtig? Ja. Das ist doch ein nettes Restaurant hier, Freunde. Ein liebes, nettes Restaurant hier. Mit eigenem Steak. Mit eigenem Steg und man hat die Stadt so vor sich. Ich weiß, jetzt auf der GoPro Weitwinkel, ihr erkennt es nicht, ist ganz klar. Vielleicht kann ich so ein bisschen zoomen jetzt gleich. Ja, schön, Freunde, aber zu heiß. Wir werden uns auf jeden Fall im Schatten jetzt mal was Ordentliches an Thai-Food genehmigen. So, aufgegessen, das war echt lecker. Und jetzt fahren wir Samae Beach. Das ist unser Lieblingsstrand eigentlich hier. Samae Beach, meine Freunde. 7 Minuten, sagt er. Mit dem Scooter einmal quer durch die Insel auf die andere Seite. Jetzt sind wir wieder auf der Straße, wo einmal quer über die Insel geht. Taki ist überhaupt nicht begeistert, richtig? Ja. Taki hat nämlich Bergangst. Das heißt, auf den Berg hochfahren ist für sie Horror. Und genau das machen wir natürlich jetzt.
Genau, die Fahrt ging nochmal gut. Meine Frau ist begeistert. Die mag sowas ja gar nicht. Und wir sind jetzt bei unserem Lieblingsstrand. Ja, Freunde, für euch habe ich jetzt heute wirklich einen ganz guten Tipp, einen ganzen guten Hinweis. Wenn du natürlich im Sommer draußen bist oder in Thailand bist und du treibst dich einfach rum und dein Körper schwitzt und du hast einen geringen Elektrolythaushalt, meine Freunde, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Holy. Holy ist wirklich gut. Holy ist ein Softdrinkhersteller. Die machen Energy Drinks, die machen Elektrolytdrinks und die machen Eistees. Das Beste ist natürlich, kein Zucker, kein Bullshit, keine künstlichen Aromen. Und das ist ein Pulver, das shakest du einfach in deinem Shaker mit einem halben Liter Wasser und dann ballerst du es dir rein. Das ist wirklich gut, Freunde, es ist wirklich gut. Ich habe selber nicht geglaubt, weil viele so Softdrinks, viele so Energydrinks schmecken einfach brachial nach Plastik, nach Zucker, nach einfach, boah. Aber Holy, glaubt mir, probiert es aus. Und das Beste ist, es gibt ohne Ende Geschmäcker. Wie findest du jetzt raus, was dir schmeckt? Ganz einfach. Es gibt ein Starter-Set, der jeden Geschmack dabei. Da könnt ihr den Geschmack im Endeffekt rausfinden, der euch am meisten taugt. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist nicht einer in der kompletten Produktpalette, der nicht gut ist. Es ist wirklich so. Aber ich habe mich jetzt mal festgelegt, wenn ich Energy brauche, zum Beispiel vor dem Livestream, bevor wir losziehen, baller ich mir den Raspberry Raptor rein. Energy, dann kann man um die Häuser ziehen, dann geht was. Wenn ich dann nach Hause komme, nach dem Feiern, dann gibt es von mir Cranberry Elektrolyte, Freunde, um den Elektrolythaushalt wieder aufzufüllen. Am nächsten Tag in der Früh mache ich mir gleich nochmal eine Mischung und dann geht es mir wieder wunderbar. Und wisst ihr, was das Beste ist? Mit diesem Link, der ist auch in der Videobeschreibung, und dem Code CHUNK5 erhaltet ihr 5 Euro auf eure Bestellung, Rabatt, oder CHUNK10 und ihr habt 10% auf allem, was ihr bestellt. Dann sage ich doch mal Prösterchen, meine Freunde. Also das ist in meinen Augen mein absoluter Lieblingsstrand hier auf Kolan. Ich meine, es gibt viele schöne, aber der ist halt, der ist schon echt gut. Ja, wir machen jetzt gleich mal einen Wassercheck, also müllmäßig hier am Strand. Eigentlich kaum. Wirklich kaum. Eigentlich fast gar nichts, schaut mal. Also kann man definitiv sagen, kein Müll. Und Wasser ist auch top klar. Schaut doch mal die Farbe an. Wisst ihr, es gehört sich auch einfach mal, dass man sich so hinsetzt und dieses Rauschen genießt. So, Freunde, wir fahren jetzt mal weiter zum Viewpoint. Taki, meine Frau, bleibt hier, weil sie fühlt sich gerade nicht so gut. Ihr ist ein bisschen schlecht so und redet irgendwas von Schwangerschaftstest. Also, ich fahr jetzt mal weg. Also ihr seht, die Straßen auf Kolan, da kannst du wirklich als Anfänger auch perfekt fahren. Das ist astrein, da ist kein einziges Schlagloch. Klar, es geht mal ein bisschen nach oben, mal nach unten, aber es ist alles gerade und top zum Fahren, schaut mal. Ja, ich habe gerade gemerkt, die Rücktrittbremse geht bei mir nicht richtig. Also die Hinterradbremse, so ist es, die geht bei mir nicht richtig. Ich muss aufpassen, ich muss echt aufpassen. Also Leihroller, Freunde, Mietscooter. Bisschen vorsichtig sein, die Dinger sind meistens null gewartet, Freunde. Also diese Bar sieht ja heiß aus. Leider steht hier closed. Aber schaut mal, wie die Bar aussieht. Mit Liebe, Freunde, mit Liebe und Treibholz. Das ist sicher alles Treibholz, was hier angeschwemmt wurde. Also das ist wieder so eine Bar, die erinnert mich fast an Rootboy Bar auf Koh Chang. Das ist auf jeden Fall gut. Hinten sehe ich John Lennon.
ich sehe Bob Marley, ich sehe Kurt Cobain. Die Guten, Freunde, die Guten. Und es sieht definitiv so aus, als wäre das alles mit Treibholz und Bojen und alles mit Materialien gemacht worden, die eben vom Meer angespült worden sind. Schaut mal. Super, super. Hier ein Bilderrahmen, einfach mit vier Holzlatten. Schön. Weiter geht's. Ihr dürft die Einfahrt nicht verpassen. Die ist ziemlich unscheinbar eben. Aber da fährt man vorbei, glaubt mir das. Da fährt man vorbei, die darfst du natürlich nicht verpassen. So sieht die aus. Ja, und hier ist der Big Buddha von Koh Lan. Auf jeden Fall eines der, ich sag mal, Ausflugsziele der Insel. Mit einer tollen Aussicht hier, schaut mal da runter. Das hier ist der meistbesuchteste Strand der Insel hier. Das ist mir zu viel los. Das ist wirklich, da fällt der eine über den anderen drüber. Das kannst du vergessen. Also hier, ja, hier geht Jetski, Bananenboot, hier geht alles und das ist mir ein bisschen too much. Wir fahren jetzt eine Sektion weiter, da ist nämlich der höchste Aussichtspunkt über die Insel. Los geht's. Dürft ihr euch nicht abhalten lassen. Man meint am Anfang, man ist falsch, weil man muss hier quer durch den Tempel hier fahren. Aber man ist genau richtig. Also nicht aufhalten lassen, wie immer im Leben, Freunde. Lasst euch von niemand aufhalten. Also was verboten ist, ist Bikini. Ich habe meinen ja zum Glück jetzt nicht an und Alkohol. Ich habe auch noch heute gar nichts getrunken und habe auch nichts dabei, Freunde. Also ich glaube, wir können weiter. Kommt einfach mit, ich zeig's euch. Alter Schwede. Wisst ihr, warum da so ein Stuhl steht, oder? Stühle sind zum Draufhocken. Das ist eine alte Weisheit, meine Freunde, aus Südostasien. Übermittelt von Tempel zu Tempel. Von den Gelehrten zu den Unwissenden. Setzt euch auf Stühle, Freunde. Steht nicht dumm rum. Abgefahren bei der Temperatur hier. So ein Aufstieg, Freunde, nur für euch, nur für euch. Wenn es nach mir geht, ich wäre jetzt mit ein paar Bier am Strand, im Schatten, Freunde, glaubt mir das. Aber ich will euch ein bisschen Content liefern, ich will euch die Insel ein bisschen zeigen. Ah, ist das schön. Immer positiv, Freunde. Was man an der Stelle nicht vergessen darf, es ist verdammt heiß. Wir haben die heißeste Jahreszeit des Jahres. Es ist Sommer in Thailand. Es ist Mittagszeit. Ich habe kein Wasser dabei und ich bin auch noch angeschlagen. Ich habe diesen verdammten Husten und du schwitzt die ganze Zeit. Also wenn ich keine Videos mehr hochlade und ihr euch fragt, was ist los, dann gehe ich immer noch. Dann bin ich immer noch unterwegs. Zu diesem magischen Viewpoint. Oh. Ah, Freunde,
Das ist... Das ist keine Schauspielerei. Es sieht so aus und hört sich so an, als wäre ich hier der komplette Waschlappen. Ja? Und, aber glaub mir, die Voraussetzungen, unter denen ich da hoch bin, das ist Reinhold Messner Kindergarten. Ich schwöre es euch. Also das ist ja wirklich das ist ja höchste Bergsteigekunst, die ich da vollzogen habe. Ich muss mal nachschauen, was die Temperatur sagt hier. Lass mich mal kurz gucken. Es ist 14.30 Uhr. Und es sind 31 Grad, gefühlt aber 36, sagt er. Aber, meine Freunde, natürlich gehen wir niemals auf, never give up, Freunde. Egal, was passiert. Egal, ob der Kreislauf runterfährt. Oh. Egal, ob ich kotze. Ich sehe auch das Ende. Ich sehe. Ja, ich war im Arsch. Das kann man ganz deutlich sagen. Kein Zweifel, kein Zweifel. Und ich mache das nie wieder. Das garantiere ich euch. Nie wieder. Das ist hoch, schaut mal. Geh vorbei, Kleiner, geh vorbei. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Er ist schon abgefahren hoch. Ich bin mit Sicherheit unfit. Ich bin sicher nicht in meinem maximalen Leistungsmomentum meines Körpers, ja. Aber dass ich so im Arsch bin. Aber es sind wirklich nicht zu überschätzende Höhenmeter. Das ist einfach nicht zu überschätzen, Freunde. Und ich brauche jetzt echt ein Geländer. Oh, wir sind oben. Oh, ein paar Stufen sind es noch. Ja, mir ist schon ordentlich schwindelig. Kreislauf-Style. Kreislauf-Style to the fullest. Oh, ich brauche Pause. Freunde, ich brauche Pause. Ja, rentiert sich der Tawang Beach Viewpoint. Ich würde mal sagen, wenn ihr Bock hier auf diese Pagode hier habt und wenn ihr einfach mal einen ganz guten Ausblick haben wollt, wahrscheinlich vom höchsten möglichen Punkt hier, dann kommt hierher. Es ist total schön da oben und ich habe es nicht bereut, dass ich da hochgegangen bin. Ich wollte euch da einfach mal ein paar schöne Bilder zeigen. Und das ist der höchste Punkt von Kolan. Ja? Also kann ich jedem empfehlen, diesen Anstieg. Passt aber ein bisschen auf, vielleicht nicht zur Mittagszeit, vielleicht nicht im Sommer in Thailand. Nehmt Wasser mit. Das sind alles ganz wichtige Punkte, Freunde. Und vor allem Zeit. Der View hier ist schon gut. Also hier drüben Pattaya. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich der höchste Punkt der Insel, wo du, ich will jetzt nicht sagen, einfach erreichen kannst, aber den du ja, per Fuß schweißtreibend erreichen kannst, den auf jeden Fall. Ja, da habt ihr natürlich einen Buddha drinnen. Oh. Ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut, einen Mietroller zu sehen. Stell mir vor, ich hätte den Schlüssel jetzt oben vergessen.
Ich glaube, ich würde mich abholen lassen. Den Mietroller einfach zahlen. Der kostet auch nicht mehr so viel, der ist schon alt, Leute. Einfach zahlen. Der hat 17.920 Kilometer drauf. Na, der kostet schon 10.000 Watt. So. Oh, Freunde. Oh. Das war auf jeden Fall schweißtreibend, diese komplette Nummer hier. Ich sag's euch. Kann man definitiv machen, aber ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt. Ihr wisst, auf was ihr euch einlässt. Die Nummer ist nicht easy. Ich fahre jetzt nochmal kurz hoch, mache ein paar Bilder mit dem Handy und fahre wieder runter. So eine Nummer wird das nicht, Freunde. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja, es gibt ja hier auf jeden Fall noch mehr Viewpoints. Und noch mehr Strände, ist ja klar. Die habe ich das letzte Mal allerdings schon aufgenommen für euch. Das Video verlinke ich euch am Ende von diesem. Da seht ihr natürlich die ganzen anderen Plätze. Oh, bin ich froh, wieder hier zu sein. Dille, ich war bei Viewpoint ganz oben. Und zu viel. Oh, ich habe gedacht, ich bin tot, Dille. Weil so heiß. Ich habe gedacht, ich bin tot, ich schwör's dir. Boah, Herzinfarkt. So, hat's dir gefallen hier? Ja, sehr schön. Ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Tag auf Koh Lan hier gewesen. Und der neigt sich auch dem Ende. Das 18 Uhr Boot, die Fähre 18 Uhr. Die müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob die uns mitnehmen, weil ich glaube, den Plan haben alle mit der letzten Fähre nach Pattaya. Jetzt passiert's, jetzt geht's los. Da seht ihr wirklich letztes offizielle Fernboot 18 Uhr. Schaut mal, da waren wir vorher oben, schweißtreibend. Schweißtreibend, Freunde. Ihr wart mit dabei, wir waren oben. Ich habe einen halben Herzinfarkt, ich schwöre es euch. Halber Vorkammerflimmern, also ich habe sicher Kammerflimmern gehabt. In der Mitte irgendwann mal. War auch safe, kreislauftechnisch habe ich es gemerkt. Das war für meinen, ich sag mal, gestellten Hochleistungssportkörper, war das immer noch eine Herausforderung. Also muss man wirklich sagen, es war grenzwertig, was man mit 36 Grad gefühlt machen sollte hier. Naja, aber erstmal eine Abkühlung mal wieder kurz her. Prösterin, Freunde, ist wichtig.